Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Nachdem wir Leslie geholfen haben, zum Don zu kommen, hat er uns, wie nennen sich die Dinger, Seilwinden oder so gegeben. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Und nun sind wir auf dem Weg nach oben zu den oberen Ebenen. Viel Spaß. Na dann, jetzt geht's diesen miesen Umweltsündern an den Kragen. Wir holen diese Ares da raus und dann nichts wie weg. Los. Dann war los. Sektor 7, Plattentrümmer. Hier kann jeden Moment alles einstürzen, Leute. Wo ist mein Papa? Ich hab Angst. Brauchst du nicht zu haben. Er ist sicher bald zurück. Bist du verletzt? Kannst du aufstehen? Hab ich's nicht gesagt. Die hätten wenigstens die Leute warnen können. Womit haben wir das verdient? Ich meine, die haben da immerhin gekämpft. Warte mal. Okay. War nur eine Eingebung. Der Bereich hinter mir ist lebensgefährlich. Wir müssen da aber rein. Ihr werdet das bereuen. Wir können auf uns aufpassen. Na gut, gib ihm. Seid auf der Hut. Uns fehlt noch so ein bisschen Musik hier und da, ne? Schade eigentlich. Muss ich mich ausruhen? Nö, ich bin voll geil. Na, ist denn los? Okay, da geht's schon mal nicht weiter. Oh, die Sonne. So. Dann wollen wir mal Barrett auf die Beine helfen. Nein. Enterhaken muss ich machen. Dumm gelaufen. Dann nehmen wir halt den. Achso, Energiehaken gelernt. Wow. Na gut, dann kann ich auch wechseln. Dann übernimm. Ich leg los. Na toll, jetzt komm ich da plötzlich nicht mehr ran, oder was? Weil die Leute ein bisschen am Leben behalten für die Quest hier. Oder für die letzten Quest. Ach stimmt, das wollten wir auch noch machen, ne? Die WP nochmal ausgeben. Psychokinese? Was bist du denn? Kadabra oder was? Schon gewonnen. Das war abzusehen. Ja, hier kann man tief fallen. Mal wieder ein Bild. Da ist die Mojave. Da kommen wir auch bald mal hin. Irgendwann. In der nächsten Edition. Ja, nein. Ich habe den schon gesehen. Den neuen Drachen. Wo kommen wir denn hier hin? Jetzt wird ausgetauscht. Gnadenlos. Vielleicht schaffe ich es noch. Nice. Lustig, lustig. Das wäre geschafft. Megatrank, so. Barrett. Jetzt kommt der Abriss. Aber erst Waffenmodifikationen. Cloud. Mithril-Säbel. Magische Abwehr. Nee, warte.
Physische Attacke, MP-Regeneration beschleunigt sich um 50%. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, das würde ich gerne nehmen. Und sobald wir Everest haben, werden wir die ganze Materie wieder neu verteilen. Barrett. Die Abrissbirne. Der ultimative Angriff sozusagen. Dann gehen wir auf normalen Schaden. ATB-Aufladung. Ah, oh, kann man eigentlich auch nehmen, ne? Physische Attacke. Ja komm, den Baum kann man eigentlich ganz nehmen. Der ist ganz gut. So, was haben wir hier? Physische Attacke, Schockfledderer, Leichenfledderer, kritische Referate von Waffenfähigkeiten. Das ist nicht schlecht. Erlittener magischer Schaden beim Blocken, Schaden gegen zerstörbare Einzelteile. Okay, das ist auch gut. Okay, geben wir hier zuerst, erhöht den Schaden von Limits um 5%. Kritische Treffer von Waffenfähigkeiten, ja. Dann gehen wir hier rüber. Und nehmen Schaden gegen zerstörbare Einzelteile. Gehen wir zurück. Und dann physische Attacke. Physische Attacke. Physische Attacke. Oh, magische Attacke war das, ne? Egal. Passt. Schaden von Limits hätte ich gerne noch genommen, aber das kommt dann als nächstes. Weil wir kriegen das ja noch hin, bestimmt. Und das, die beiden hätte ich noch gerne. Aber ob ich die kriege, weiß ich nicht. Mal gucken. Nein, alles free. Okay. Dann würde ich sagen, Ausrüstung machen. Ich mache das jetzt mal schnell. Eine Sache wollte ich noch mal gucken. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel heilen und heilen reinmache. Das verbindet sich nicht, ne? Vitaga gibt es auch noch. Krass. Okay, so. Barretts ganzen Sachen mal weg. Dafür kriegst du dann die Abrissbirne. Jetzt verteile ich einmal kurz die ganzen Sachen neu. So, ich habe fertig. Das ist Cloud mit Magie-Boost und FP-Boost, damit das schnell hochkommt, damit meine magische Attacke noch höher wird, weil 260 ist schon ziemlich krass. Dann, ja, Widerstand. Ja, weißt du was? Die beiden nehme ich mal raus. Stattdessen packe ich einmal Luft rein. Und was packe ich noch rein? Einmal Glut. Ich glaube, das ist besser. Ich habe halt wirklich viel magische Attacke. Ich denke schon, dass das ganz wichtig ist. So, kommen wir zu Barrett. Er hat Feindeskönnen, verbunden mit TP-Absorption. Das heißt, wenn er die Fähigkeit vom Gegner klaut, kann er sie einsetzen und damit sich Leben regenerieren. Dann Glück. Glück für Feindeskönnen, damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird. Und die Wahrscheinlichkeit von Stehlen. Und ja, ansonsten Wiederbeleben und wieder, was er vorher auch schon hatte, was Aerith dann bekommt. Das heißt, wir werden das auch noch ersetzen. Kommen wir zu Tifa. So, sie ist ja recht ausgewogen mit ihrer jetzigen Waffe derzeit. Sie hat halt Eis verbunden mit Elementarschaden. Dann hat sie ATB-Boost, um Gebet einzusetzen. Feuer. Und Gewitter mit Amplikation. Wäre natürlich für Cloud besser bei magischer Attacke 260, aber ich meine, hey, später wird das wahrscheinlich Aerith bekommen. Mal gucken. Schauen wir mal. Wir haben ja viele Optionen offen. Gehen wir erstmal höher. Wir werden hier wahrscheinlich noch ein paar Stündchen brauchen. Das Gebäude, wo wir hinwollen, ist auch nicht gerade klein.
Hallo, Digga. Hallo, Digga 2. Leere Shinra-Boxen, geil. Ein Traum. Jetzt zeige ich mich von meiner besten Seite. Finis. Ja! Nachschlag! Au! Ich zähle auf dich. Es geht los! Ha. Oh nein! Genau. Beim Schweben die wieder mal in der Luft. Mal gucken. Ah, die Büros. Cool, das funktioniert ja richtig. Gut. Es geht weiter. Ja. Kann ich aber nicht immer einsetzen. Okay, das hat einen richtig langen Cooldown. Au! Tut mir leid, dass ich gerade geguckt habe, wie das Ganze funktioniert. So, Luft, ja. Da guckst du, wa? Kleiner Schimmer. Der Mann klaut jetzt normal. Hab ich den erwischt? Nö. Ich komm da gar nicht hin. Diese unfaire Scheiße. Ach, die Bubus braucht richtig lange. Okay, das ist also wirklich nur Notfall. Gott, wie nervig seid ihr? Nee, das ist doch kacke. Genau so. Das ist der falsche Tifa. Den anderen. Den da. So, Cloud. Versuchen wir es nochmal. Ich weiß, der bewegt sich gerade. Aber man weiß ja nie. Jawohl. Tötet ihn. Danke. Meine Güte. Ich bin an deiner Seite. Wer geht aufs Haus? Geh schon. Barrett. Wie macht man bei dir Feindes können? Neben Erde bringt mir wahrscheinlich eher wenig. Stehen wir mal. Nachschlag. Ich sehe gerade gar nichts. Habe ich irgendwas gestohlen? Weiß ich, wegen der Kamera sehe ich gar nichts. Oh. Die Fähigkeit Eisaura gelernt. Mir kann's keiner aufnehmen. Hast du es jetzt eingesetzt? Ach so, er hat eine Aura. Lol. Immer vorsichtig bleiben. Bringt ja bei dem Gegner wirklich sehr viel. Jawohl. Kleine Kackbratze. Das läuft doch ziemlich gut. Ja, nicht schlecht. Die Frage ist, behält er die Eisaura jetzt oder was? Das wäre richtig krass zu sammeln. Also Feindes können lernt er einfach automatisch. Hat nichts, glaube ich, mit Stehlen zu tun gehabt. Oder etwa doch? Da müssen wir rauf, oder? Wenn da was einstürzt, dann können uns die anderen später vom Boden kratzen. War klar, dass es nicht einfach wird. Ja. Ein Ausflug wird das mit Sicherheit nicht. Hab ich nie Ende gedacht. Ende. Ob das Seil von einem Rettungstrupp ist? Vielleicht kommt man hier irgendwo hoch. Zeit für unsere Seilpistolen. Zielt auf die Stelle, wo das Seil runterhängt. Fallt bloß nicht runter, hört ihr? Ich verrate euch mal was. Für die Seile braucht man Fingerspitzengefühl, okay? Sobald wir aufgebrochen sind, gibt's kein Zurück mehr. Seid ihr bereit? An Stellen, an denen ein Seil herabbaumelt, kannst du dich mit der Seilpistole auf höher gelegene Plattform ziehen. Suche die Umgebung über dir nach hängenden Seilen ab. Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? Wir haben gerade drüber geredet. Aber egal. Wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen.
Oh nein. Mein Albtraum 2. Mein Albtraum Nummer 2. Schauen Sie nur. Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Weiß ich doch. Erstmal wird Aeris gerettet. Schon klar. Kriegen wir doch hin. Ich habe hinter mir Seile gesehen. Kann ich darauf? Nein, wahrscheinlich nicht. Vorbei an den Suchtrupps. Wir werden früher oder später eh bei denen landen. Also keine Sorge, Leute. Die Action werde ich nicht verlieren. Ihr seid Rang 3 Soldat? Lol. Wie cool. Vergiss es. Wie gehst du damit um? Spezialeinsatz. Ganz gut. Nichts überstürzt. Ich leg los. Na, was ist? So, jetzt leg ich los. Zack. Los. Ist das alles? Au. Dann machen sie Eisra. Die haben sie, die hissen das. Ey, was soll denn das? Okay, Fähigkeit, Analyse erstmal. Hey, was ist los? Physische Treffer und das Blocken seiner Angriffe führen auf Dauer dazu, dass er leichter einzuschüchtern ist. Wirksames Feuer. Meldet euch! Bis hier und nicht weiter. Hat er Materia verloren? Hört mich denn keiner? Nee. Was ist da los? Nun antwortet schon! Alles in Ordnung. Nur ein paar Viecher. Haben sie erledigt. Oh. Und das alles nur wegen dieser Feiglinge von Avalanche. Die zittern bestimmt in irgendeinem Loch. Findet sie und werft sie den Tieren zum Fraß vor. Träum weiter! Als würden wir abhauen oder uns verstecken. Du wirst schon noch sehen, wer hier im Futternapf endet. Abgebrochen. Ja. Cloud hat mitgedacht. Du so ein Scheiß! Das sehe ich doch. Seht ihr doch was? Genau hier. Oder ist es unter mir? Wird wohl unter mir sein. Der Kerl von gerade. Schnell zum Shinra-Gebäude. Shit. Lassen Sie mich in Ruhe, Mister. Ich habe keinen was getan. Hakt eure Seile da oben fest. Wir nehmen die Flugroute. Ein Versuch ist es wert. Aber die fliegen doch auch. Was zur? Seid ihr von Avalanche? Wir haben sie! Wir benötigen Verstärkung! Haben einen ziemlich effektvollen Auftritt hingelegt, was? Ich zähl auf dich! Auf sie! Na gut. Erstmal Cloud, ne? So ganz typisch erstmal. Boah, das macht Schaden. Weißt du was? Ich, wenn ich stehlen gerne mache. Geh mal her. Heiltrank gestohlen. Nice. Die benutze ich gleich, um mich zu heilen. Da sind sie! Festnehmen! Da kommen schon die nächsten, ja? Zieh dich zurück. So, erstmal ein Gebet. Ja. Oder wir machen kein Gebet. Hat schon Vorarbeit geleistet. Schwach.
So. Kleines Kackviech. Feuer, ja? Kannst du haben. Kannst du Feuer haben, wenn du willst. Wieder mal typisch. Ich hab sie! Umzingeln! Warte, ich muss mal ganz kurz meinen Controller und so, ne? Weiß Bescheid. So. Jetzt können wir meinetwegen kämpfen. Immer vorsichtig bleiben. So, Barrett. Setz mal deine neue Fähigkeit ein, würde ich sagen. Er hat immer noch die Eisaura. Oh mein Gott, ich kann Fähigkeiten sammeln. Oh, jetzt weiß ich, was ich im Late Game mache. Was zum Teufel ist das? Die ganze Zeit nur Granaten. Schon gewonnen. Nicht aufgeben. So. Bebende Erde. Gegen den. Immer Wiedersehen. Stehlen ist so cool, Alter. Oh, das ist so traurig, dass ich... Oh nein. Ich hätte alles stehlen können. Alles. Sämtlichen Scheiß. Ich habe sowieso ungefähr 50 Folgen zu viel aufgenommen. So, Barrett, mach mal deine bebende Erde. Gegen den. Wie bin ich denn hier hochgekommen? ATB-Boost, nice. Damit klappt es. Das war jetzt nicht wirklich viel ATB. Was für ein Arsch. Der tritt einfach kleine Mädchen. Jetzt komm her. Nachschlag. Nur der Applaus lässt auf sich warten. Dann wird es Zeit für eine Zugabe. So, wir sollten uns erstmal hier umsehen, ne? Wahrscheinlich liegt hier irgendwas versteckt. Jetzt schnüffel ich doch, das riech ich. Hm. Ich habe Seile gesehen. Sind das Seile? Ich glaube ja nicht. Schade. Aber ich will mehr Fähigkeiten stehlen. Dafür muss ich meinen Glücksboost wahrscheinlich pushen ohne Ende. Und dann, wenn ich meine 200% Glück habe, dann geht's ab. Ob wir da irgendwie raufkommen? Mit einer Seilpistole bestimmt. Hoffentlich bricht nicht wieder was ein. Bewachst du etwa Musik? Wo kommst du denn her? Übernimm du. Ich leg los. Okay, da will jemand unbedingt Feuer ins Gesicht haben. Oder Feuer, besser gesagt. Oh. Ich bring das zu Ende. Was macht da schon wieder Feuer? Ich dachte, er ist tot. Auf nimmer Wiedersehen. So, Barrett, mach mal eine Fähigkeit. Bebende Erde. Er ist halb tot da oben, ne? Okay. Genau. Machen wir Feuer gegen dich. Was habe ich falsch gemacht? Nicht? Noch tot? 3000 Gil. Nice. Muss ich nur zurück zum... wo war das? Unten im Keller, ne? Zu dem Automaten.
So, wir können uns glücklicherweise hier ausruhen. Eigentlich wollte ich an den Automaten. Aber gut.